Damen und Herren, liebe Kabarettfreunde, im Namen der SKÖ-Spital am Semmeringsteinhaus darf ich Sie recht herzlich zum heutigen Kabarettabend begrüßen. Ganz besonders begrüße ich, und das mache ich bitte en bloc, unseren Herrn Bürgermeister, der heute fürs Licht zuständig ist. Bürgermeisterin, Abgeordnete im Steirischen Landtag, Maria Fischer, ist noch vom Buffet, aber sie ist auch da. Meine Kollegen vom Gemeinderat, auch herzlich willkommen. Und den Tourismuschef Hans Schäfer möchte ich auch sehr herzlich begrüßen. Ich spanne Sie nicht lange auf die Folter. Michael Ricker ist heute das zweite Mal bei uns im Spital am Semmering mit seinem insgesamt vierten Programm, Voll Mainz. Und er nimmt halt auf kabarettistische und musikalische Art das ganz normale Leben, den ganz normalen Wahnsinn aufs Korn. Michael Ricker ist Preisträger der Kabarett- und Kleinkunstfestspiele Ypsiade in 2013 gewesen. Und vor kurzem war er auch bei der Quatsch-Comedy in Berlin zu Gast. Also er kommt schon ins Ausland und auch heute ins steirische Ausland. Viel Vergnügen, viel Spaß. Dankeschön. Was? Sag mal, du gibst jetzt schon die Batterien ein. Sicher, warum nicht? Hast du schon? Na klar, warte ein bisschen. Oh. So. Weißt du was, ich werde mich jetzt schon verkabeln. Kannst du bitte helfen? Ja, dann halt ruhig. Au, ja, oh, du zwickst mir die Haare. Bitte halt ruhig und sei nicht so wehleidig. Was heißt wehleidig? Das heißt gefühlsaufmerksam, sagt man da dazu. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich weiß doch nicht, das Zeichen kriegst du immer von der Technik. Au, das Mikrofon, das zwickt hinten. Bitte, halt ruhig. Ich will schon aussehen. Achso, das muss ich pinkeln, aber. Das geht sich nicht mehr aus. Na sicher muss ich. Ja, was ist? Drehst du bitte um? Bitte, ich bin der Frau. Wenn wer zuschaut, kann ich nicht. Bitte, da stößt du heute an. Die werden ja nicht wirklich geglaubt haben, dass das... Nein. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Das war nicht echt. Das leider schon. Also, ja. Vielleicht hat irgendwer 43, 45 und möchte heuer noch auf ein Gschnas gehen. Also ich könnte tauschen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend zu Voll Mainz. Ein Best-of mit sehr vielem Neuen dabei. Ich dachte immer, ein Best-of, wenn das Kollegen machen, denen fällt nichts mehr ein. Das ist ein bisschen anders bei mir, weil mir würde noch jede Menge einfallen zu neuen Programmen. Zum Beispiel, was in einem Kündigungsschreiben stehen soll bei einem Kostümbildner beispielsweise. Also, der hat mir einfallen. Oder wirklich vertraglich irgendwo fixiert ein richtiges Zeichen von der Technik, wann das wirklich auch kommen sollte. Super. Also, ja, so in der Richtung. Also, mir würde einiges einfallen. Aber kommen wir mal zu Beginn. Wie denn alles begann? Wie gesagt, ich feiere mein 10-jähriges Bühnenjubiläum. Und wie hat es vor 10 Jahren begonnen? Ich habe eine Kunstfigur erschaffen, den Konrad Kofferl, seines Zeichens Fahrlehrer. Hallo, grüß Gott, guten Abend, ja, also ihr seid die neuen Fahrschüler. Eine ziemlich große Gruppe heute. Aha, na gut, dann fange ich an. Mein Name ist Konrad Kofferl, ich bin 52 Jahre, römisch-katholisch, heterosexuell und euer Fahrlehrer. Ich bin Solo. Ja, auch erst seit kurzem. Die Kathi, die ist Volksschullehrerin, mit der war ich zusammen. Da kennt wer die Kathi. Oh Gott, die Schuhe. Oh Gott, die Schuhe. Oh Gott, die Schuhe. Da fällt noch was ein. Da fällt noch was ein. Oh Gott, die Schuhe. Ha. Das kennt was, ja, das kennt was werden. Oh Gott, die Schuhe. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit,
waren diese Schuhe große Schand. Weil hässlich lang und nicht sehr breit. Und diese Treter, die ich meine, sind jetzt meine. Größe 45 hat der eine. Meine Schirsam beide gleich. Versenken Tettis gern im Teich. Ich frag sie, wer will diese Schuhe heute als Gabe? Ich muss leider tragen, weil ich sonst keine habe. Meine, keiner, der will meine, meine, meine. Ihr macht's wirklich alles, ehrlich. Meine, die schenk ich heut noch her. Wenn's wer will. Jo, hallo, Kleidelmeier. Grüße, Michael Ricker, Kabarettist, grüße. Ah, wer spricht da? Michael Ricker, Kabarettist, wir haben gemeldet. Haben wir miteinander. Was haben wir miteinander? Wir haben die Post austauscht ohne Postler. Wann soll denn das gewesen sein? Ja, das war circa vor 14 Tagen, kann aber schon 2 Wochen auch her sein. Das ich schreibe mir nämlich immer alles auf. Echt? Sie glauben ja gar nicht, wie viele da anrufen und bei uns da alle spülen wollen. Jo, jo. So, was haben sie gesagt? Richter, gell? Nein. Ricker, Richard Ida Cäsar Konrad Emil Richard. Ricker. Ah, Ritter. Nein. Vorname war was? Martin? Nein. Michael Ricker. So heißt es. Ja, sag ich ja. Ah, ja. Und sie machen Kabarett, gell? So schreibt man es, ja. Sagen tut man Kabarett dazu, aber wenn Sie Kabarett sagen wollen, bitte gerne, ist kein Problem. Lass ich auch rufen Sie einmal zu. Ja. Kommt bei Ihrem Programm irgendwas Politisches vor? Nein, um Gottes Willen, nein. Das überlasse ich wirklich Kabarettkollegen von mir. Nein, das kommt nicht vor. Und zweitens, sie möchte mein Publikum zum Lachen bringen. Kommt bei Ihnen irgendwas mit Viecherla vor? Nein. Also, ich bin kein Zirkus, nicht, dass ich glaube, ich bin ein Zirkus. Nein, also, es kommt nichts mit Tieren vor. Ich gebe niemandem Tiernamen, ich bin ja nicht der Lugner. Nein, also das... Na, was machen Sie denn da für Kabarett? Ha? Ja, das was soll denn da vorkommen alles? Das ist Alltagskabarett, wenn Sie das irgendwie schubladisieren wollen. Das ist Alltagskabarett, was an jedem so passieren kann. Und da kommt Verschiedenes vor. Da kommt zum Beispiel vor... Sternenhimmel, oh. Ich sing ein Lied für dich. Und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich, ich singe Lieder für dich. Von kein Stern da raus, ich hab mich verknallt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. The answer is blowing in the wind. Von Modern Talking kannst gar nichts. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Kein Bus, nass, es fährt kein Zug. Das Lied von der ÖBB. Es fährt kein Zug. Lauter. Es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug. Hinaus aufs Klo. Da muss man gehen, das ist halt so. Ich weiß genau, es ist so weit. Und ich höre, wie mein Schließmuskel schreit.
dann steh ich auf, voll konzentriert, und ich hoffe, dass mir nichts passiert. Die Backen zusammen, der starre Blick, Gefühl in der Hose, diese Wurz ist dick. Jesus Maria, ich steh vor der Türe, bevor ich's verliere, ganz entsetzt. Was muss ich lesen, ich, armes Wesen, da auf der Tür, da steht. Es fährt kein Zug, es fährt. Fortmann, na. Dankeschön, danke. Wirklich jetzt das allerletzte Lied, weil ich muss ja dann noch zusammenrahmen, ich muss dann noch durchwischen und so. Also ich habe ja dann wirklich keine Zeit mehr. Also deswegen wirklich das. Wie bitte? Ich kenne dich beim Wort. Oh. So, wer hilft mir denn dann noch? Nein, also. Ich war mit ein paar Freunden fort und trunken, hab ich auch, weil noch zwei, drei Vierteln sind die Sorgen halb so schwer. Ich torkelte zum Auto hin, den Schlüssel in der Hand. Da reden mit zwei Männern, auch mit einem Kappe und einem blauen Gewand. Herz! Junger Mann, Sie wollen doch nicht in Ihrem Zustand fahren. Jetzt geben Sie mir schon die Schlüssel her, sonst wär ich noch zum Narren. Sie können nicht mehr gerade stehen und leiden in einer Tour. Jetzt leisten Sie halt keinen Widerstand und steigen Sie in Streifen, wo zu. Haben wir angeschaut, so wie ein Spektrum? Können wir so, ja, ein Spektrum. Einspekt. Huch, so was ich denn sag. Also. Du, was seh ich? Ja, du. Schon langsam wird mal schlecht. Du, hast du noch das letzte Wort? Bevor ich noch was sagen kann, wenn man mit der Dünntasche fort.